Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin mit einem neuen Vorunboxing. Ich bin hier nämlich, ich muss jetzt mal mein Handy wegräumen. Ich bin nämlich hier gerade am Putzen gewesen. Da könnt ihr auch sehen, Musik ist an, also mein Amazon Fire TV ist an mit Musik. Und da klingelt die Postfrau. Was Großes und was Schweres von Deluxe Cable, also Ligavo. Das, was ich euch angekündigt habe, dass da nochmal was Großes kommt. Das Vorunboxing werde ich mit euch heute jetzt schon machen. Die einzelnen Unboxings und Hardware-Videos werde ich beim Unboxing erklären, werden sich um ein paar Tage verschieben, bevor ich da anfangen kann. Denn, da kann ich auch gleich am Anfang erklären, ein paar Produkte sind mit bei, die 4K hochskalieren, runterskalieren auf 1080p, je nachdem wie man gerade will, und 4K auch weiterleiten. Ich habe mir jetzt den gestern Abend den Amazon Fire TV 4K bestellt, um euch das dann auch zu zeigen, weil ich habe noch kein 4K-fähiges Anfangsgerät. Endgerät, Fernseher, ja, Anfangsgerät habe ich noch nicht. Das habe ich jetzt mit dem Amazon Fire TV 4K. Und dann werde ich euch damit zeigen, dass es möglich ist, durch die Ligavo-Produkte Splitter, Konverter 4K durchzuschleifen. Und es kommt am Fernseher immer noch 4K an, da haben einige Probleme mit. Und auch, dass ich, ich will nicht zu weit vorgreifen. Ich werde da einiges machen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das andere hier noch wegräume kurzzeitig. Jetzt wird es nämlich langsam mit Platz hier echt knapp bei mir. Und ich werde auch mal schon mal meine Brille aufsetzen. Und es wird hier auch wieder was anderes geben, nicht nur ein Unboxing und ein Hardware-Video. Oder Hardware-Check beziehungsweise. Nein, ich werde euch gleich auch noch was zeigen. Und der Lars, der hat mir auch wieder was mit reingepackt, was nicht auf meiner Liste stand. Haben sie mir gesagt, oh, das ist aber eine lange Liste. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Okay, es sind insgesamt 33 Produkte, die jetzt hier drin sind, die wir jetzt nach und nach abarbeiten werden. 33 klingt viel, ich weiß. Aber das sind richtig geile Sachen mit bei. So, ich werde jetzt erstmal hier alles rausholen. Dann... Ach, cool. Ich habe jetzt auch einen Ligavo-Katalog. Ist ja geil. Ja, hat er mir erzählt, der Lars, dass er da, dass es einen Katalog auch gibt. Den werde ich nämlich auf jeden Fall mal mit in eine Stadt nehmen, weil da hat sich ein Laden sehr für interessiert. So, das packen wir mal beiseite. So. So. Noch mehr. Noch mehr. Ja, das sieht jetzt viel aus, das nimmt auch kein Ende, aber vertraut mir, das wird schon. So. Ich bin da mal sehr gespannt. Hier ist noch mehr. Oh Gott. Noch was Großes. Oh. Hier sind noch ganz viele Kabel mit bei. Und noch andere Kabel mit bei. Und kleine Kartons mit bei. Und noch mal Wein. Und für Douglas, also wenn einer jetzt zum Beispiel 14 Tage Valentinstag von Douglas braucht, ich habe einen Code dafür. Was haben wir hier? Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Ja, ich habe doch gar keine Batterien. Ich habe nochmal einen Hinweis, Lieferschein, der letzte Schein ist, glaube ich, für Batterien, aber Batterien habe ich schon nicht. So. Ich werde jetzt hier erstmal gucken, dass ich hier so ein bisschen klar Schiff kriege, um mit euch jetzt die einzelnen Produkte hier nochmal durchzugehen. Was hier etwas mehr ist als sonst, wie ihr gerade feststellt. So. Mal hier noch kleine. So, ich würde sagen, die Kabelei, die mache ich zum Schluss. Weil das wird auch eins der ersten Videos sein, das ich machen werde. So, wir haben hier einmal noch original verpackt
den 3080001 HDMI-Splitter 1:2 4K 60 Hz HDMI 2.0 HDCP 2.2 HEVC. So. Und der ist jetzt, so, seht ihr das? Da. Da werden wir auch auf jeden Fall Videos zu machen. Weil ich habe euch ja angekündigt, dass mein ganzes Home Entertainment Center hier, was ich hier aufgebaut habe, nach und nach 4K fähig ist. Ich habe ja jetzt schon den 6:2 Matrix im Gebrauch, wo meine technischen Sachen rangehen. Nach dem Matrix kommen aber Geräte, die mir erlauben, dass ich die PlayStation in 1080p aufnehmen kann. Und ja, das ist halt die 4K-Version davon. Ja, ein 1:2 Switcher, das gibt auch 1:1, 1:3, 1:4, 1:8 gibt es, glaube ich, auch, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Also 1:1, 1:2, 1:3, das weiß ich hundertprozentig. Die gibt es davon. Ja, und der ermöglicht es halt auch HDCP 2.2. Also den ganz neuen HDCP-Standard weiter zu schleifen in 60 Hertz und natürlich nicht nur Full HD, sondern wie ihr seht auf dem Karton 4K. Das werdet ihr alle später denn noch bewundern können. Dann haben wir hier noch einen HDMI-Scaler. Bit direkt. Optional up to 4K. Das ist der 30520. Der macht 4K 30 Hertz zu... Achso, der macht das alle skaliert das runter. Von 4K 30 Hertz auf 4K 60 Hertz. Von 1080p auf 4K 60 Hertz. Der skaliert alles schön hoch. Und aber auch gleichzeitig runter. Das ist doch der, den wir verlost haben, glaube ich, zu Weihnachten, oder? Ich habe die Nummer nicht mehr im Kopf, aber ich doch, das ist der, den wir Weihnachten verlost haben. Das hat ja jetzt nicht vorher leider noch nie geklappt, wegen Krankheit. Also nicht ich. Bei der Firma, bei Ligavo, war jemand krank und das hat halt sich ein bisschen nach hinten verzogen. Deswegen... aber macht ja nichts. Und dann haben wir hier nochmal das Gleiche. Oder in etwa das Gleiche. Ja doch. Aber den wollte ich jetzt unbedingt haben. Weil viele von euch noch eine Wii haben oder eine PlayStation 2 und so. Und die haben halt kein HDMI bzw. können ja nicht 4K. Und ich hatte ja schon mal diesen Wii-Stick, das wir in 180p, also 1080p bzw. 720p machen können. Mit diesem kleinen Schnuckelchen können wir das auch in 4K. Und nicht nur gelb, weiß, rot, sondern, also den Compo, steht doch hier irgendwo, Composite, Composite-Kabel. Ich verwechsel Composite und Composite, also die Dreier und die Fünfer-Chinch-Dinger, die verwechsel ich immer. Jedenfalls die Dreier und den S-Video. Ja, da ist noch ein S-Video-Anschluss für Kamera, für ältere Kameras. Die können wir jetzt in 4K auf dem Fernseher wiedergeben. Macht dieses kleine Schnuckelchen. So, jetzt muss ich das mal gucken. Das muss ich jetzt mal hier so ein bisschen auch ordnen, dass ich auch so ein, teilweise so ein bisschen Reihenfolge habe. So, dann haben wir hier nochmal einen HDMI-Switch 3:1 Automatik 4K 60 Hertz HDMI 2.0 HDCP 2.2. Ah, das ist der 3:1. Wartet, da muss ich jetzt nochmal den rausholen. Nochmal die Nummern vergleichen. Ja, so in etwa, das ist eigentlich doch. LED, LED. Das ist ein Automatik. Mit IR-Sensor. Oh ja, wieder mit IR-Sensor. Ja, das ist dann halt dieses. Auch, wie ihr seht,
alle dem neuen HDMI 2.0 und HDCP 2.2 Standard. Also die sind wirklich auf dem aktuellsten Standard. Noch aktueller geht's gar nicht. So, dann haben wir hier noch was. Hier steht aber nur Ligavo drauf, hier ist kein Produkt. Da müssen wir dann wohl oder übel mal reingucken. Das sind zwei Geräte. Hier sind zwei Geräte drin und das ist der... Oh, Full HD 3D, ist ja geil. Das ist der HDMI Extra Extender 65M, der uns praktisch ein HDMI, der ist jetzt hier noch verpackt, ich sehe nur auf einer Seite, auf der anderen Seite ist so dick, da sehe ich das nicht, aber hier glaube ich ein HDMI. Ach, hier haben wir auch noch, was haben wir hier noch? IR und noch irgendwas? Der macht uns ein HDMI auf, seht ihr das, auf ein LAN-Kabel. Dann können wir mit, und dann auf der anderen Seite ist halt nochmal so einer, der das LAN wieder in ein HDMI zurück verwandelt. Ja, damit können wir dann halt, ja, in 25 Meter LAN-Kabel zum Beispiel nehmen, um unseren HDMI-Kabel zu verlängern. So, dann haben wir das. Die kleinen kommen danach, haben wir noch ein größeres, das ist der 3, achso, das habe ich jetzt ja nicht, die Nummer, naja. Der 3050011 Scale to HDMI Converter 2D to 3D Scala. SAT-Receiver, Input, Output. Ah, genau. Da hatte ich schon mal nachgefragt wegen SCART, weil ich habe ja schon einige Möglichkeiten euch gezeigt, wie man auf HDMI kommt mit Komponenten, Composite. Hier wieder beste Beispiel, aber hier jetzt natürlich in der 4K-Variante. Und einige von euch haben gesagt, ich habe aber noch ein SCART-Gerät. Ich möchte nicht mein SCART erst in Cinch umwandeln oder sonst was dergleichen. Ich möchte mein SCART gleich in HDMI umwandeln und das ist hiermit möglich. So kinderleicht, das ist der, wie gesagt, der 3050011 und da seht ihr das, da hinten ist ein SCART-Anschluss, da geht ein alter Receiver hin und da ist ein HDMI, der geht zum Fernsehen. So, dann haben wir, was ist denn das? HDMI VGA YPB Converter 2080p. Okay. Der sieht ja interessant aus. Hier muss ich mal kurz ein bisschen weiter reingucken. Oh, hier haben wir ganz viele Kabel mit bei. Hier ist ein optischer Adapter mit bei. Und ich zeige euch das mal. Wir haben hier ganz, ganz viele Kabel. Ganz, ganz viele. Und auch mal eine andere Verpackung mit Magnet hier von Ligavo. Wir haben auch noch alte Computeranschluss, Kabelei, Cinch, das ist ein USB-Kabel haben wir mit bei. Also ist ganz viel mit bei. Hier steht jetzt keine Nummer drauf. Achso, dem können wir denn da am PC ranmachen. Seht ihr das? Und haben einen HDMI-Ausgang. Und die anderen Geräte, warum sind da jetzt so viele Kabelei mit drin? Da können wir das, glaube ich, verlängern, weil das ja auch ein bisschen was schwerer ist. Ja, das werde ich mir dann alles genauer angucken. Da bin ich mal sehr gespannt. Ach doch, hier steht eine Nummer. Das ist die 6518834. So, und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal eins und das ist die 6518825. Ist auch wieder in so einem weißen Karton drin mit Magnet. Und da ist der gleiche drin, so wie es aussieht. Ist der gleiche.
verstehe ich nicht. Hier auch wieder USB. Hier muss ich mal raus. Hier sind ein paar weniger Kabel mit drin. Hoppala. Ach ja, und hier seht ihr doch, wie ich vermutet habe, eine Verlängerung. Und ich muss das mal rausholen hier. Das macht mich jetzt gerade so ein bisschen neugierig. Und zwar Anleitung VGA zu HDMI-Konverter. Das ist ein VGA zu HDMI-Konverter. Okay. Und den habe ich jetzt zweimal, aber warum habe ich den zweimal? So, wartet mal, denn ich gucke mal noch in den anderen noch mal rein. Da müsste ja dann rein theoretisch unten auch eine Anleitung sein, ja. Hier sind ein paar mehr Kabel mit bei. Ich glaube, das ist dann schon die neuere Version. Ach, deswegen, wir haben hier einmal da ein VGA zu Cinch, also praktisch, dass wir hier so einen alten Cinch, wenn wir so ein Bild haben, auf VGA machen können. Und der ist dann halt passend, dass wir den da anschließen können. Oder halt VGA zu VGA können wir denn machen, logischerweise. Wenn wir das am PC ranmachen wollen. Und auch nochmal ein USB-Kabel. Ich denke mal, der wird für Strom sein. Ich weiß es nicht. Und auch nochmal einen optischen Adapter. So, jetzt mache ich das erstmal wieder hier drin. So, dann gucken wir uns den hier nochmal schnell etwas genauer an. Ach, da kommt, ach, da ist der optische. Da können wir optisch ranmachen. Aha. Aha, okay, das bin ich dann schon mal was schlauer. Und das ist auch eine Anleitung zum HDMI. Ach nee, das ist nicht VGA zu HDMI. Nein, das ist jetzt ein HDMI zu VGA plus YPBC-Konverter. Also praktisch die andere Richtung. Nicht VGA zu HDMI, sondern HDMI zu VGA. So, sehr interessant. Dann, wartet mal, ich muss ein bisschen Ordnung schaffen hier. So, dann haben wir noch was Großes, das werde ich jetzt mal noch schnell noch nehmen hier. Multifunktionskonverter 2080p HDMI haben wir hier noch. Der ist auch noch verpackt, den kann ich euch jetzt leider nicht auspacken. Ist eine große Box mit einem Display mit Schaltern. So. Das ist der 6518764 und was ermöglicht der uns? Oh, der ermöglicht uns ganz viel. Also wir können mittels VGA einen PC, einen Laptop anschließen und den 3,5 mm Klinke benutzen für Ton. Weil über VGA geht ja kein Ton, da geht ja nur Bild. Ja, verständlich, logischerweise. Dann haben wir 3 HDMI-Eingänge für Xbox One, Xbox 360, PlayStation etc. Receiver, Amazon Fire TV, hast du nicht gesehen. Dann haben wir einen S-Video-Anschluss für ja, Kameras oder normale Videorekorder oder Videoabspielgeräte, die alten mit den fetten Kassetten. Ihr wisst, was ich meine. DVD-Player zum Beispiel haben auch manchmal S-Video. Dann haben wir einen AV-Eingang, LR, RC, ACA-Input, S-Video-Audio-Source, okay. Dann haben wir 4x Ethernet-Switch, EG2-Convert-PC-Laptop-Router. Also 4x ein LAN-Kabel. Für Router, PC, Laptop hast du nicht gesehen. Einen fetten Ein- und Ausschalter haben wir. Dann haben wir einen Output HDMI für TV Beamer Monitor. Einen SPDF Toxlink Output. AVR, HIV System. Und einmal links, rechts Cinch Ausgang. Puh, das war jetzt eine schwierige Geburt. Sieht sehr interessant aus.
Das sieht aus, als wenn wir da unser eigenes Home Control Center haben. Wir können LAN-Geräte anschließen, wir können alte Geräte anschließen, wir können neue HDMI-Geräte anschließen. Wir haben Cinch-Anschlüsse, wir haben alles eigentlich mit bei, S-Video so ja mit bei. Also den werde ich mir dann auch mal genauer angucken. Ist für euch vielleicht interessant, wenn ihr so viele Geräte auch habt und die untereinander verwalten wollt, ist der 6518764. Den werde ich mir dann in Ruhe mal angucken in der nächsten Zeit. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten mache, dass hier Platz bleibt. Ich habe gerade mit dem Platz in der Truhe etwas zu kämpfen. Irgendwie kriege ich das nicht so gut eingepackt, wie die Gabo das eingepackt bekommt. So, jetzt aber, oder? Jo, jetzt geht's. So, das hier rüber, das dahin. So, dann können wir das hier oben rauflegen. Relativ. Sieht aber scheiße aus. Müssen wir so machen. So. Machen wir so. Ist auch doof. Wieso kriege ich das nicht so gut eingepackt wie die Gabo? Ich verstehe das nicht. Das war ja auch alles hier irgendwie drin, aber irgendwie habe ich dann immer Probleme, alles auch wieder so in die Kartons zurückzukriegen, wie es war. Jetzt mache ich das einfach mal so. So. So, ist schöner. Ist doch nicht. Ja, Kruzifix türk noch ins hier. So, jetzt aber. So. Ach, den habe ich ja noch gar nicht, oder habe ich den? Den habe ich schon vorgestellt. Den kann ich hier wieder zurückpacken. Dann haben wir hier noch drei kleine HDMI Boost ESD Protektor. Das ist der. Das ist geil. Das ist geil. Das ist die V2-Version, Pro V2 sogar. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu so einem Adapterkabel, dass man HDMI verlängern kann. Und das hat gerade so bei mir ausgereicht. Jetzt gibt es dieses. Hat eine geile Form. Hier kann man auch schön festhalten. Hier hinten sind Luftlöcher. Ja, und dann haben wir hier ein HDMI in. In HDMI out. Wir haben in DC5V, also 5 Volt. Das ist, denke ich mal, um das Ding mit Strom zu versorgen. Der kann euch nämlich den HDMI extrem lang verlängern. Also wenn ihr zwei lange Kabel macht. Und der macht dann halt noch mal ein bisschen, braucht natürlich ein bisschen Strom. Aber, also so wie es aussieht jetzt hier. Aber dadurch habt ihr null Verlust. Dann haben wir hier L und S. Ja, da muss ich mich mal überraschen lassen. Also ich habe den nur auf den ersten Bildern gesehen und dachte, geil. Geil, geil, geil. Weil viele haben gefragt, jetzt habe ich das aus Versehen wieder eingepackt. Nee, viele haben gefragt, die brauchen was für 4K. Wenn die jetzt einen 4K-Fernseher weiterleiten wollen oder Receiver oder sowas. Der ist, müsst ihr kurz warten, da 4K-fähig. Also ihr könnt auch 4K. 4K, 2K in 15 Meter. Schrägstrich 5 Meter, also von 5 bis 15 Meter und Full HD 1080p könnt ihr damit 40 Meter verlängern. 40 Meter. Ich weiß jetzt aber nicht, ob jetzt, wenn jetzt da 40 Meter steht, ob da 2x 40 Meter, also 40 Meter hin und dann wird es ja hier verstärkt und 40 Meter weiter, wären wir auf 80 Meter. Und 15 Meter ran mit für 4K und 15 Meter raus sind wir dann bei 30 Meter. Da muss ich nochmal Rücksprache halten. Das wird auch, denke ich mal, in der Anleitung stehen, die hier bei Ligavo immer sehr ausgezeichnet ist. Komplett verständlich und ohne Probleme. So, und dann haben wir das. Dann haben wir hier Coax to Toxlink haben wir noch. Den 6518768
Coax zu Toxlink. Also da können wir denn ein Coax-Kabel zu Toxlink machen. Das werde ich euch dann zeigen. Ich habe leider kein Coax-fähiges Gerät. Aber, oder habe ich eins? Ah, ich habe kein Coax-Kabel, glaube ich. So, dann haben wir hier noch Toxlink zu Coax. Also nochmal die andere Version. 192 kHz, 24 Bit. Auch das geht mit Ligavo. Das ist die 6518767. Aber ich habe jetzt hier den nochmal rausgeholt, weil ich habe euch die Nummer ja gar nicht gesagt von dem HDMI Boost ESD Protector. Das ist die 6526666. Also nicht dreimal die 6, sondern viermal die 6. Und ich muss euch noch was zeigen, guckt euch mal die Verpackung an. Seht ihr? Ach scheiße, das seht ihr doof. Aber doch, hier seht ihr das, dass hier so ein bisschen Muster drauf ist. Das sieht voll verschärft aus. Innerhalb des Musters sind so, ist es so rau und dann dieses Muster, das sieht voll verschärft aus. Richtig geil. Ja, das Auge, ich weiß, viele sagen, du bist wieder Päpstler, jetzt ja Papst. Bläh. Aber ich finde, das Auge packt mit aus. So, jetzt muss ich hier mal die Kabelei so ein bisschen sortieren, dass ich euch da so ein bisschen was zeigen kann und sagen kann, warum, weshalb, wieso. Nun machen wir erstmal das. Ach, hier haben wir noch andere Kabelei mit bei. Die werden wir mal so machen, so machen, so machen, so. Die werde ich mal hier so ein bisschen extra machen. Aha, dann haben wir hier noch was. Dann haben wir das noch. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Noch ein? Seht, wann machen sie denn jetzt auch sowas? Coole Sache. Okay. So. Dann haben wir hier noch so einen fetten. Noch einen fetten und noch einen dünnen. So. Dann habe ich... Ach, hier ist noch was. So, das will mal. Ich habe hier gerade so ein bisschen Ordnung gemacht. Dann habe ich angefragt. Ich möchte euch gerne halt was zeigen. Dieses werde ich nicht anbauen können bei mir, weil ich darf hier nicht einfach Schlitze in die Wände machen. Aber ich habe halt trotzdem angefragt, weil viele sich dafür interessiert haben, die jetzt demnächst umbauen werden. Oder was weiß ich, für meinen Bruder wäre zum Beispiel interessant. Ja? Eine HDMI-Steckdose. Ihr seht HDMI, links und rechts zwei. Ja? Da kann man das dann festschrauben in der Wand. Und auf der anderen Seite haben wir ein HDMI-Kabel mit einem HDMI-Eingang für einen normalen HDMI-Kabel. Das ist die Version 1 und dann haben wir noch Version 2, also mit einem Schacht. Und dann haben wir noch Version 2 mit zwei Schächten. Seht ihr das? Ja. Und da sind zwei. Das ist der mit den Zweien ist... Die 51723 und der andere ist die 51722. HDMI Wandsteckdose nennt sich das wirklich. Hier steht auch die Daten drauf, also in Englisch und in Deutsch steht es drauf. Viele sagen jetzt immer, warum mit Sex und sowas. Ja, ich werde die jetzt auch so zeigen. Ich werde die dann mittels normalen HDMI-Kabel zusammenschließen und zeigen, dass hier das drin geht, was hier rauskommt sozusagen. Diese sind, soweit ich weiß, ich werde aber nochmal nachfragen und es in die Videobeschreibung schreiben, diese sind auch 4K-fähig. Das heißt, ihr könnt auch ohne Probleme, wenn ihr jetzt euer Haus oder gerade umbaut, davon einen in die Wand klatschen, ihn ein Stück weiter, wo eure Technik hiniert oder wo eure Technikecke ist. Das heißt, ihr könnt die Technikecke hier machen und am anderen Ende vom Zimmer könnt ihr euren Fernseher machen. Beamer oder was weiß ich. Oder ihr macht den Beamer, der ist ja dann logischerweise über euch. Und die Technik wird hier sein, um nicht mit Fernbedienung vernünftig steuern zu können. Dann könnt ihr den Kabel hier quer durch die Bude zimmern und dann kommt der da raus und dann habt ihr nur so einen Ausgang, ja, in der Wand. So. Und da könnt ihr, wenn ihr den Projektor dann mal abbauen solltet, habt ihr nur so eine weiße Steckdose und jetzt nicht hier, Kabel lang hoch, Kabel Schacht und hast du nicht gesehen, weil das alles Unterputz ist. Und da habe ich jetzt gedacht,
Ich zeige euch mal beide Versionen, einmal 1 und einmal 2, weil eigentlich im Prinzip reicht 1. Eins da, eins auf der anderen Seite und dann einen vernünftigen 4K-Kabel durchgeklitscht und dann ist das in die Wand geklitscht und fertig ist. Und auf der anderen Seite, beim Eingang macht er einfach in 6:1 oder 8:1 oder je nachdem, wie viel Technik ihr habt und habt dann eine Fernbedienung, wo ihr eure Technik hin und her schalten könnt, die dann über ein HDMI-Kabel zum Fernseher geht. Also braucht ihr nur einen. Wenn ihr aber natürlich wollt, dass ihr jedes Gerät einzeln steuern könnt und ihr habt einen Fernseher mit 4 Anschlüssen, dann müsst ihr euch 2 davon in die Wand zimmern. Ja, dann hättet ihr 4 Stück. Man kann natürlich auch 6 machen, dann wird man auf 2 auf Vorrat, falls mal was ist. Falls man mal einen Fernseher hat mit was weiß ich oder man will hin und her stecken oder was weiß ich. Könnte man natürlich auch, dann kann man die natürlich so nebeneinander oder untereinander machen und in der Höhe vom Fernseher. Man klatscht sich die ganzen Kabel dann durch die Wand und dann gehen die von hier aus gleich hinten im Fernseher. Wenn man den jetzt zum Beispiel an der Wand montiert hat, ja, dann ist die Steckdose gleich hier, ja, und der Fernseher ist von hier an bis hier und dann sieht man die Steckdose gar nicht und dann geht der Kabel hier raus, nimmt man einen Meter oder einen halben Meter und dann hat er so eine kleine Beuge und geht dann nach hinten ran und dann hat man ein Kabel. Nichts hängt durch, gar nichts. Nichts geht hoch die Wand, weil das ist alles wird alles Unterputz gemacht. Deswegen habe ich euch die zeigen wollen. Ich werde die auch testen. Auspacken ist Plastifolie. Brauchen wir jetzt nicht großartig machen, denke ich mal. Ich werde ein Video machen, wo ich beide auspacke, wo wir uns denn die Qualität angucken werden, wird dann wahrscheinlich alle denn eben. So. Dann hat er mir wieder was zugepackt, der Lars. Ich sag ja, Lars packt mir immer Sachen mit dazu. Da waren schon ein paar Sachen, die ich nicht angefragt hatte, die mit dazu gepackt wurden. Dann haben wir hier noch in Heiklinke 3,5 mm STST 1,5 Meter BL. Das ist jetzt ein goldener Klinke mit 3 schwarzen Strichen. So, das ist der. Das ist ein Heiklinke. Dann haben wir den aber auch noch in Weiß. Ein Heiklinke in Weiß. So, zu dem Schwarzen haben wir dann auch noch ein Ligavo Heiklinke 3,5 mm ODMT 0,5 Millimeter, 0,5 Meter, also Millimeter denke ich mal, nee, M steht da nur. Ist denn nochmal eine Verlängerung oder so? In Schwarz. Und das gleiche auch noch in Weiß. Der Kabel, also ich gehe euch mal die Kabel, das ist einmal der weiße ist, so der hier, ist die 6535072. In Schwarz ist es die 6535082. Und der schwarze Adapter hier ist 6535060. Und der weiße ist 6535050. So, und dann haben wir hier noch einen Y-Kabel. Das ist die 6535056 Ligavo Y-Klinke 3,5 mm. Das ist der. Das heißt, wir haben hier praktisch einen Eingang und 2 Ausgänge. So, dann haben wir die. Puh, ein bisschen langes Unboxing, ich weiß. Aber so wisst ihr, was demnächst auf euch zukommt. So, und dann habe ich euch gesagt, werde ich noch ein spezielles Video machen. Das wird mit diesen Produkten sein, was ich euch jetzt zeige. Die muss ich mir jetzt aber noch mal etwas ordnen. 2 Meter. 3 Meter. 2 Meter. 2 Meter. 2 Meter, 2 Meter, 5 Meter, 2 Meter, 3 Meter,
2 Meter. Alter Schalter, sind die dünn. Achso, das sind Cat 7, das sind Cat 6. Aha, okay. Cat 6, 2 Meter, 3 Meter. Cat 5, 2 Meter. Das ist noch ein Stück kleiner. Cat 5. So. Cat 6, 3 Meter. Cat 6a. Cat 6a. Und dann haben wir hier nochmal ein Flach Cat 6. 2 Meter. So. Wo fange ich an? Genau. Das muss ich nochmal gucken, ob das auch alles Cat 7. Cat 7. Cat 7, Cat 7, Cat 7, Cat 7, Cat 7. So. Ich fange erstmal mit den Cat 7 Kabeln an und dann zeige ich euch noch die flache Version davon. Ich habe mir einmal einen 5 Meter Cat 7 Patch Kabel geordert. Seht ihr das? Der ist ziemlich dick. Der wird mein Laptop in Zukunft mit Internet versorgen. Deswegen 5 Meter, den kann ich um die Schrankwand rum machen. Und dann kommt der um die Couch hoch und dann rum. Dann ist das nicht mehr so, da hinten nicht mehr so viel Kabelwirrwarr, weil das versteckt ist. Vielleicht kann ich das auch unter der Couch, ich weiß es noch nicht. Deswegen 5 Meter. Und da wird natürlich ein Verkabelungsvideo geben. So, dann haben wir hier einen 3 Meter. Der ist blau, seht ihr das? 3 Meter Cat 7 Kabel. Das ist Artikel Nummer 10.13.704. Der wird an mein DLAN angeschlossen und wird direkt zur PlayStation 4 geben, dass die PlayStation 4 eine High Performance hat. So, der hat auch die 10.13.010.5, der lange. So, und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 mal ein 2 Meter Kabel. Alles Cat 7. Das ist die 10, 13, 0, 6, 3. Die, achso, das sind alle die gleichen, außer die Farben, deswegen andere Artikelnummern. Ja, ich werde euch das auf jeden Fall verlinken. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich ja einige so, Geräte habe, schwarz für Amazon Fire TV, habe ich mir so gedacht, kann sich noch ändern. Rot für den Receiver. Orange für den Fernseher. Weiß für die PlayStation 3. Und nochmal ein... Für, was waren das jetzt noch? Wartet mal, das muss ich selber erstmal. PlayStation 4, PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 3, dann Receiver, Fire TV, Fernseher. Was war der andere? Ach, das ist der für den. Das ist PlayStation. PlayStation, ja, ich habe da einen ein bisschen kürzer, weil ich habe da hinten ja mein DLAN und ich habe nur einmal 5 Meter geordert, leider. Oder 3 Meter. 3 Meter? 3 Meter. Der müsste rein theoretisch reichen. Jetzt muss ich gucken, dass der 2 Meter vielleicht auch noch reicht. Dass ich mein DLAN noch, also meine LAN-Box ein bisschen hinter den Schrank mache, weil da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Aber wir haben ja auch zusätzlich noch hier ein Cat 7 2 Meter flach. Ja, das seht ihr euch mal das an. Ist auch Cat 7 und jetzt zeige ich euch mal in ganz normalen 2 Meter. Merkt ihr die Unterschiede? Da. Und dann haben wir noch, was haben wir denn noch Schönes?
Dann haben wir noch einen Cat 5E Flachkabel. Auch ziemlich dünn. Das muss ich so machen. Das sind 2 Meter in weiß. Dann haben wir noch einen Cat 6 Flachkabel CU in hellgelb und in magenta. So, das ist magenta. Das ist hellgelb. Dann habe ich noch einen 3 Meter hellbraunen Cat 6A Kabel. Das ist dieser. Den werde ich dann, denke ich mal, nehmen, um mir die einzelnen Geräte, also mein, wir haben auch einen blauen, der sieht natürlich viel cooler aus. Was haben wir denn hier? 6A. Ich nehme den blauen. So, den blauen. Ich habe jetzt 2 blaue. Dann kann ich den dünnen blauen, den hier, für meine Pläse nehmen, um das vernünftig zu verstauen. Und den dicken blauen, den kann ich nehmen, um mein LAN-Adapter, wo halt 8 LAN-Geräte reingehen können, zu erweitern. Das heißt, ich habe in Zukunft auch auf meinen einzelnen LAN-Geräten mehr Bandbreite zur Verfügung, da ich teilweise ziemlich alte LAN-Kabel benutzt habe oder Standard, die nicht mal halb so dick und gut geschirmt sind wie die. Also was weiß ich, was war nicht, keine Ahnung, was beim Router so mit bei ist. Also ja, so kleine Futzeldinger und halt manche waren da halt nicht so toll. Ja, und dann haben wir halt noch einen schönen Katalog, haben wir auch noch. So, dann werde ich das hier auch alles erstmal wieder reinpacken. Ihr seht, da ist ordentlich was zusammengekommen. Die Verkabelung werde ich heute Abend schon mit euch machen, denke ich mal. Als kleinen Vorgeschmack. Puh, das war jetzt eine schwierige Geburt, ich weiß. Und den Rest, den werde ich dann machen, wenn natürlich mein Fire TV da ist. Weil einige Sachen kann ich natürlich so nicht testen oder könnte ich testen. Würde mir aber persönlich nicht so gefallen, wie wenn ich sie testen könnte, würde, wenn ich jetzt mein Fire TV habe. Weil dann kann ich euch am Fernsehen zeigen, dass da wirklich 4K steht und dass wirklich eine 4K-Auflösung kommt und nicht nur 1080p. Ja? Und mit dem Hochskalierer werden wir die PlayStation 4 auch noch ein bisschen hochskalieren, schön im 4K. Kommt richtig geil. So, das sollte jetzt aber soweit auch gewesen sein. Ich verabschiede mich bei euch. Ahoi, sagt euer Odin.